Willkommen zum neuen Film. Dieses Mal mache ich ein Weltallbild. Ich nutze dafür die opaken Farben Schwarz und Weiß. Und alle sonstigen Farben sind transparente Candy-Farben von House of Color. So, ich habe jetzt also den Planetenumriss vorgelegt und ihn abgedeckt. Jetzt habe ich einen großen Halbkreis. Alle hier benutzten Schablonen gibt es nachher als ein Set auf meiner Homepage zu kaufen. Also alle Planeten, Asteroiden, die Effektschablone, alles in einem Set. So, man hat alles, um dieses Bild nachzumachen. So, ich sorge jetzt dafür, dass im Hintergrund ein bisschen Variation von Graustufen und Weißstufen entstehen. Denn die transparenten Farben brauchen halt einen hellen Untergrund, um voll zu wirken. Je weniger weiß da ist, desto mehr ist halt der schwarze Hintergrund als Abtönfarbe da. Und die Candy-Farbe, die draufkommt, wird dadurch dunkler. So, das ist jetzt die Spezial-Grunge-Schablone für Planeten Weltall. Das heißt, alle diese weißen Effekte werden nachher, dadurch, dass die Farbe draufkommt, dafür sorgen, dass eine andere Farbe entsteht. So, darf ich jetzt zum Schluss drüber war, das ist jetzt halt quasi das Zentrum meiner Beleuchtung. Das heißt also, da wird nachher die Lichtquelle entstehen, wo alle hellen Kanten der Planeten drauf hinweisen werden. Und wie man jetzt schön sieht, wie ich mit dem Blau über den Planeten gegangen sind, es entstehen wirklich schöne Strukturen, die aber sehr schnell gemacht sind. Das war jetzt also ein Hellblau, so ein Cyan. Das ist jetzt Goldgelb oder Aztec Gold. Das ist jetzt Magenta. So, ich habe also eine Abstufung von Blau zu Pink zu Gelb. Und jetzt nehme ich ein Feuerrot, um quasi die Mischfarbe schön hinzubekommen. Und das ist nochmal ein Hellbraun. So haben wir wirklich eine schön strahlende Mitte. Ein paar Sprenkel. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, davon gibt es auch ein separates Video. Und damit wäre der Space-Hintergrund fast fertig für normale Sachen. Jetzt machen wir mal so die Planetenkante ein bisschen heller. Und jetzt pimpen wir das Ganze ein bisschen auf, indem wir es halt ein bisschen komplizierter gestalten. Und dafür habe ich jetzt eine dreiteilige Schablone mit Asteroiden. Das heißt, ich habe eine schwarze Grundschablone und zwei Weiß, das heißt einmal Weiß mit wenig Deckkraft, dass es ein Grau entsteht, und ein Highlight Weiß mit vollem Licht. Und man kann natürlich da so viele Asteroiden hinknallen, wie man will. Wichtig, weil wir jetzt gleich noch zwei Schablonen anbringen müssen, dass man immer so ein paar Signature Asteroiden hat, in dem Fall zum Beispiel jetzt diese beiden größeren, an denen man dann die nachfolgenden Schablonen ausrichten kann. Die sind dann halt relativ einfach zu finden. So, das heißt, man sucht sich die beiden aus, und wenn die passen, passt der Rest auch. Und wie man jetzt sieht, die Schablone war halt vorher schon benutzt.
Man muss also nichts sauber machen bei meinen Schablonen, sondern es funktioniert eigentlich wunderbar, dadurch, dass alle Anlagepunkte für die Schablonen in den Schablonen selber vorhanden sind. So wie man sieht, hat man jetzt halt extrem kompliziertes Bild da gemacht, indem man innerhalb von einer Minute hunderte von Asteroiden da gemalt hat. Wie gesagt, immer sich zwei, drei Stück aussuchen, die man auch wiederfindet in dem ganzen Chaos von Asteroiden, indem man halt die Schablonen ausrichtet. Will ich sehen, wie das Bild schön entsteht und immer komplizierter wird. Und für jemanden, der das Endresultat sieht und nicht weiß, dass es mit Schablone gemacht wird, der vermutet natürlich einen riesen Aufwand an Arbeit dahinter. Ich habe jetzt ein transparentes Braun genommen und nehme auch noch ein transparentes Violett, um Hell- und Dunkelbrauntöne zu machen. Natürlich auch jede andere Farbe nehmen, aber das passt ganz schön so als Komplementärkontrast zu Blau, dass man solche Orangetöne hat. So, und dann wiederhole ich den Arbeitsschritt mit den Highlights. Diesmal müssten sie noch einfacher zu finden sein, weil sie ja schon von ihrer Struktur da sind. Dann am besten nicht alles ausmalen, sondern nur bei den großen Asteroiden, die man erkennen kann, jeweils die Seite, die zu der Lichtquelle hin zeigt, einmal einen leichten Hauch von Weiß geben. Schon sieht das Bild wieder komplizierter aus. Jetzt gehe ich nochmal mit dem Hellbraun drüber und mit dem Gelbton. Sieht man fast, dass die einen leichten Orangeton annehmen, die Asteroiden. Und ich wechsle wieder auf Weiß und wiederhole den Schritt nochmal mit den Highlights. Dann noch ein bisschen weniger, dass also wirklich quasi nur vereinzelte Spitzen in der Sonne glänzen. Also das ist jetzt eine einfache Variation, einen Kometen zu machen. Ich nutze den Stern und drehe den ein paar Mal um die eigene Achse und ziehe dann verheerend den Schweif. Schon hat man einen einfachen Kometen gemacht. So, jetzt abschließend noch den Saturn. Das ist eine vierteilige Schablone. Man beachte die 1 oben an meinem Daumen. Das ist normalerweise, wenn man so eine Schablone hat, die von der Vorderseite und Rückseite ähnlich aussieht, nur leichte Unterschiede hat, lohnt es sich immer, sie einmal zu markieren. Dann hätte ich darauf geachtet, hätte ich das mir auch sparen können, das suchen. Das sind jetzt quasi
die leichten Details drin. Und jetzt schauen wir auf die Lichtquelle und machen entgegengesetzt der Lichtquelle, machen wir es halt dunkel. Da ist halt der Schatten. Das ist wieder die Grundschablone, wo man wirklich schöne Details in die Planetenoberfläche reinbasteln kann. Wenn man nicht will, dass sich sowas verschiebt, kann man natürlich auch leicht mit dem Sprühkleber hinten dran gehen. Oder wenn man einen metallenen Untergrund hat, kann man einen Magnet drauf pfeffern, dann bleibt einem das Justieren erspart. So, und jede Variation, die ich jetzt dadurch bekomme, dass ich zum Beispiel mit der Grundschablone ein paar Mal draufgegangen bin, jede unterschiedliche Nuance gibt natürlich daher einen anderen Farbton. Also da, wo es jetzt ganz hell weiß ist, kommt dann auch die Originalfarbe aus dem Töpfchen rauf. Da, wo es dunkler ist, wird es halt durch den Hintergrund abgetönt. Wieder wie bei den Asteroiden nutze ich halt das Hellbraun und das Violett für verschiedene Brauttöne. Das ist jetzt der Schatten von dem Ring. Und jetzt nochmal der Schatten, den der Planet wirft. Und noch ein bisschen für die Ringe. So, dann mache ich jetzt noch ein paar Monde. Das heißt, ich nutze kleine runde Schablonen, mache zur Lichtquelle zeigend, mache ich die Sachen weiß. Die Rückseite ist schwarz. Schatten nicht vergessen. Und schon hat man halt plastische kleine Monde. Die, obwohl es jetzt wirklich so einfach ist, das Bild komplizierter erscheinen lassen und plastischer erscheinen lassen. So, das ist jetzt natürlich auch ein perfekter Hintergrund, wenn man jetzt noch ein Raumschiff hat oder so. Oder ein VW-Zeichen durchs Weltall fliegen lassen will oder irgendwas. Das ist jetzt halt ein schnell zu machendes Bild, also insgesamt sind es, weiß ich, 12,5 Minuten. Und für den Außenstehenden sieht es halt sehr kompliziert aus. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr Spaß an den Bildern habt, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Danke.